Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Liebe Gemeinde, wer kennt das nicht? Einen geliebten Menschen verlieren, einen Menschen, der einem alles bedeutet, vor seinem Grab stehen und nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Alle gemeinsamen Erlebnisse, Ziele und Pläne enden abrupt. Hoffnungen und Träume sind zerschlagen und mit ihm begraben. Die Trauer ist grenzenlos. Alles aus und vorbei. In dieser Situation ist Maria von Magdala an diesem frühen Morgen. In seinen letzten Tagen war sie an seiner Seite, hat miterleben müssen, wie er gefangen genommen, verurteilt und wie ein Verbrecher gekreuzigt wurde, als er stirbt und alles dunkel wird in ihrem Innern. Sie hat Jesus, dessen Vertraute sie war und dem sie lange Jahre folgte, der vielleicht die Liebe ihres Lebens war, endgültig verloren. Sie findet keine Ruhe. Es zieht sie zu seinem Grab. Sie muss ihn noch einmal sehen. Und so macht sie sich auf den Weg, geht in der Dunkelheit, noch bevor der Morgen graut, zum Grab als Ort ihrer Sehnsucht. Sie will dort noch einmal Abschied nehmen, um Trost, Stärkung und vielleicht ein wenig Hoffnung zu finden, um ihm nahe sein zu können, auch über den Tod hinaus. Tränen überströmt erreicht sie das Grab und muss dort erschüttert feststellen: Das Grab ist leer. Jesus liegt nicht mehr dort. Diesen Ort gibt es nicht mehr, an dem sie ihren Erinnerungen freien Raum geben kann. Er ist verschwunden. Damit ist ihr der Ort für ihre Trauer genommen worden. Wie soll sie trauern, wenn sie nicht weiß, was mit Jesus geschehen ist? Und dann wird ihr diese Frage gestellt: Frau, warum weinst du? Wie soll sie denn nicht weinen? Was ist das für eine Frage? Hat dieser Gärtner denn nichts mitbekommen von dem, was vor ein paar Tagen hier in Jerusalem geschehen ist? Von dem, was ihr Weltgefüge, ihr Leben und das vieler anderer Menschen erschüttert oder gar zerstört hat? Weiß er denn nichts von dem Mann, den sie Meister nannte und den die Römer und die Pharisäer brutal haben hinrichten lassen? Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Wie soll sie denn nicht weinen, trauernd um den Mann, den sie von ganzem Herzen liebte?
dem sie überall hin gefolgt wäre und der nun alleine in einem grausamen Tod gegangen ist? Sieht dieser Gärtner denn nicht, dass sie hier vor einem leeren Grab steht? Nun auch noch der letzten Möglichkeit beraubt, ihrem Meister nahe zu sein und ihm einen letzten Dienst zu erweisen? Frau, warum weinst du? Wie soll sie denn nicht weinen? Mit dem Tod ihres Meisters ist alle Hoffnung verschwunden. Er, der die Liebe predigte, erntete Hass. Ihr Leben ist nun dunkel und voller Angst. Alle, die ihm folgten und an ihn glaubten, stehen alleine da und müssen sich vor Verfolgung fürchten. Manche sind weggelaufen, haben sich versteckt oder versuchen zu leugnen, dass sie ihm gefolgt sind. Eine Person, die weinend vor einem Grab steht, zu fragen, warum weinst du, wirkt in der Tat etwas unbedarft, etwas widersinnig. Ein bisschen ist es so, als spräche man mit einem Kind, das hingefallen ist. Man sagt ihm, das wird wieder gut, du musst doch nicht weinen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Trauer einer anderen Person die Menschen oft sprachlos macht. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Ihnen fehlen die Worte. Jemanden weinen zu sehen, berührt sie unangenehm. Das tut man eben nicht vor anderen weinen, sich von seiner Verzweiflung hinreißen lassen und in Tränen ausbrechen. Bei einem Todesfall ist es natürlich erlaubt, öffentlich zu trauern. Mehr noch, es wird sogar erwartet. Aber natürlich nur in Maßen. Denn das Leben geht ja weiter. Also warum weinst du? Im Original heißt es übrigens, was weinst du? Eine Formulierung, die etwas offener ist und zusätzlichen Interpretationsspielraum zulässt. Und eigentlich stimmt es ja. Das Grab ist leer, kein Toter liegt darin. Warum also weinen? Aber natürlich sieht es für Maria von Magdala nun so aus, als habe man den Leichnam hinweggeschafft. Die Wahrheit ist zu groß, als dass sie sie von selbst erfassen könnte. Und dann wird sie in all ihrer Trauer und Hoffnungslosigkeit von Jesus bei ihrem Namen gerufen. Maria. Er nennt ihren Namen, spricht sie persönlich an. Maria. Und da geschieht es. Sie erkennt ihn. Es ist seine Stimme, der vertraute Klang, so wie nur er sie immer angesprochen hat. Alle Erinnerungen an ihn sind sofort wieder da. Wie viele Menschen wünschen sich das, einen geliebten Verstorbenen noch einmal sehen zu können, noch einmal mit ihm sprechen zu können? Wie sehr würden sie versuchen, ihn festzuhalten? Vielleicht war dies auch Marias instinktive Bewegung, ihr erster Reflex. Jesus um den Hals zu fallen, ihm zu Füßen zu fallen, sein Gewand zu berühren, sich zu überzeugen, dass er es wirklich ist. Aber sie darf es nicht, und so steht sie mit leeren Händen da, ihm einerseits so nah und andererseits ganz fern. Auf unserem Fenster in der Kirche ist sie genau so dargestellt. Ihr Blick ist nach unten gerichtet, auf ihre leeren Hände. Selbst als sie gesehen hat, dass es kein Fremder, kein Gärtner ist, sondern Jesus, der ihr da gegenübersteht, so ist die eigentliche Erkenntnis dessen, was geschehen ist, zu groß für Maria. Sie ist einerseits durch die Linien mit dem auferstandenen Jesus verbunden und andererseits ganz klar durch den Mittelbalken von ihm getrennt. Rühr mich nicht an, sagt er zu ihr, halte mich nicht fest. Und so ist er auch hier auf dem Fenster schon auf dem Weg nach oben zum Vater. Eine sehr anrührende Szene, diese persönliche, fast zärtliche Begegnung Jesu mit Maria von Magdala.
Sie erfährt durch diese Begegnung eine Wendung in ihrem Leben. Von Trauer zur Hoffnung. Vom Tod zu neuem Leben. Von innerer Leere zu neuer Aufgabe. Denn Gott sei Dank hat Maria von Magdala nicht geschwiegen, sondern ihre Bestimmung erkannt. Sie hat Jesu Auftrag zur Verkündigung angenommen und als Erste den Jüngern von seiner Auferstehung erzählt. Ich habe den Herrn gesehen. Sie wird so zur Botin. Das ist jetzt ihre Lebensaufgabe. Auch wir beide haben in unserem Leben schon Situationen erlebt, in denen wir zunächst nicht wussten, wie wir sie meistern sollten, wie unser Leben weitergehen wird. Unser Vertrauen, dass wir auch in Stunden der Hoffnungslosigkeit nicht alleine sind, hat uns geholfen, diese Zeiten zu überstehen. Wir wünschen auch Ihnen, dass Sie in Zeiten der Trauer und Ausweglosigkeit nie die Hoffnung und das Vertrauen auf Beistand verlieren und so die Kraft zu einem Neuanfang finden. Wie Maria von Magdala sind wir alle, Frauen und Männer, eingeladen, das Licht der Osterkerze als Zeichen der Hoffnung zu erkennen und weiterzugeben. Ihnen und euch ein frohes und gesegnetes Osterfest.